Auch Prinzessin Caroline von Monaco oder die italienische Filmschauspielerin Monica Bellucci sind vom klaren Wasser, das die Felsen umspült, so angetan, dass sie seit Jahren ihren Urlaub hier verbringen. Zumal sich hinter fast jedem Felsen ein neues Postkartenpanorama auftut. Wie hier auf der weitgehend unbewohnten Insel Palmerola, wo nur das Meer herrscht und eine unberührte Natur. Die einzigen Spuren der Zivilisation sind ein paar in die Felsen gehauene Höhlenwohnungen, die an eine Zeit vor mehr als 100 Jahren erinnern, als die Insel noch besiedelt war. Heute werden einige der sogenannten Case Grotte an Urlauber vermietet, die die totale Einsamkeit suchen. Oder von Saisonarbeitern bewohnt, die den Sommer über im Inselrestaurant angestellt sind, das nur während der Urlaubssaison geöffnet ist. Hier darf man sich übrigens nicht von Plastiktischen und Wachstuchdecken abschrecken lassen. Die Inselküche schmeckt ausgezeichnet. Und jeden Tag kommt fangfrischer Fisch auf den Tisch. Auch wenn der Aufenthalt auf Palmerola meist nur von kurzer Dauer ist, geraten ihre Besucher noch lange danach ins Schwärmen. Bei der Abfahrt gibt es kaum jemanden, der nicht der Meinung ist, an diesem Tag einen kleinen, aber besonderen Schatz der Natur entdeckt zu haben. Bestätigt werden solche Erkenntnisse vom Kapitän des Ausflugsbootes. Schon in der griechischen Sagenwelt, erzählt er, fanden Palmerola und Ponza Erwähnung. Die Zauberin Kirke soll Odysseus auf die Pontinischen Inseln gelockt haben. Nicht verwunderlich, dass der Seefahrer seine Reise unterbrach und der Schönheit des kleinen Inselreichs erlegen ist. Beim Einlaufen in den Hafen von Ponza hat einen die Wirklichkeit wieder. An der Mole sieht man Dutzende von Fischerbooten im Wasser schaukeln. Die Fischerei ist auch heute noch ein wichtiger Erwerbszweig der Insulaner. Die meist älteren Männer haben harte Arbeit zu verrichten. Zweimal täglich fahren sie aufs Meer hinaus. Mit ihrem Fang beliefern sie die Insel. Restaurantbesitzerin und Köchin Assunta kommt jeden Tag in die Kooperative der Fischer. Sie weiß, dass sie hier die besten und frischesten Fische bekommt. Das Angebot ist groß: Schwertfisch, Thunfisch, Oktopus und vieles mehr. Schnell und mit geschultem Auge wählt sie ihre Ware aus. Heute braucht Assunta eine besonders große Portion der saftigen Garnelen, die es in den unterschiedlichsten Arten gibt. Meerestiere sind hier Spezialität. Schaut euch mal diesen Prachtkerl an. Den gibt es direkt bei uns vor der Haustür. Im Tyrrhenischen Meer gibt es tatsächlich immer noch so viele Hummer, dass noch nicht einmal jemand böse ist, wenn das teure Meeresgetier dem Inselnachwuchs als Spielzeug dient. Mi fai mangiare della langosta? Mi ha mangiato? Wenig später ist die Köchin zurück in ihrem Restaurant, wo ihr Einkauf gleich in der Pfanne landet. Assuntas Rezepte sind typisch für die einfache heimische Inselküche. Für die Garnelen braucht sie ein paar Tomaten, Petersilie und Knoblauch. Und natürlich einen ordentlichen Schluck Weißwein. Für den feinen Geschmack, wie sie sagt. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer, fertig. Serviert wird das Gericht mit hausgemachten breiten Nudeln. Jeden Tag verbringt die Köchin viele Stunden in ihrer Küche. Dass Assunta ihren Beruf liebt, sieht man an dem, was sie auf die Teller zaubert. Verfeinert wird ihre Küche nur noch durch das Restaurantambiente und den herrlichen Ausblick. Um Ponza aber wirklich kennenzulernen, empfiehlt sich eine Wanderung ins Hinterland. Obwohl fast überall die mediterrane Macchia wuchert, finden sich noch Spuren früherer Bewirtschaftung. Bis in die 1960er Jahre wurde hier Obst, Gemüse und Wein angebaut. Danach haben viele Bauern die harte Arbeit aufgegeben
und sind in die USA ausgewandert. Nach Jahren des Zerfalls werden nun wieder neue Rebstöcke angelegt. Zu verdanken ist dies der Winzerleidenschaft eines neapolitanischen Zahnarztes, der die uralte Weintradition auf Ponza wieder beleben möchte. Auch der Landarbeiter Liberato hat 12 Jahre in New York gelebt, doch die Sehnsucht nach seiner Heimat hat ihn zurückgeholt. Auch wenn die Arbeit genauso anstrengend ist wie damals. Noch heute wird alles, was gebraucht wird, mit Eseln oder zu Fuß nach oben gebracht. Ich gehe jeden Morgen um 5 Uhr eine Stunde den Berg hier hoch. Manchmal hat es über 30 Grad, manchmal friere ich. Aber ich liebe meine Arbeit in der Natur und wir machen einen wunderbaren Wein hier. Davon kann sich jeder Gast persönlich überzeugen und bei Liberato auf eine Weinprobe einkehren. Der liebenswerte Ponzesi freut sich sichtlich, wenn er mal wieder Gäste verwöhnen darf. Den typischen Fieno, benannt nach dem Hafer, der früher auf den Hügeln hier angebaut wurde, gibt es in Weiß, Rot und Rosé. Die Gelegenheit, ein Gläschen davon zu probieren, sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Noch ist die Produktion so gering, dass fast der gesamte Weinertrag auf der Insel konsumiert wird. Und so weist Liberato jeden Besucher mit Recht darauf hin, dass man seinen erfrischenden, fruchtigen Wein nirgendwo sonst auf der Welt trinken könne. Vielleicht liegt es am guten pontinischen Wein. Vielleicht an der Herzlichkeit der Menschen. Irgendwie hat man auf Ponza das Gefühl, dass hier alles wunderbar im Lot ist. Das Hinterland und die raue Küste, das Verhältnis von Einheimischen und Touristen, Bodenständiges und Luxuriöses. Auch das 4-Sterne-Hotel Chiaia di Luna passt sich mit seinen Farben und Formen harmonisch und stilvoll der mediterranen Landschaft an. Zwischen verwinkelt angelegten Bungalows sind mehrere kleine Terrassen verteilt. Da kann jeder Gast mühelos sein Lieblingsplätzchen finden. Direkt unterhalb des Hotels breitet sich eine von Ponzas zahlreichen Traumbuchten aus. Eines von den vielen kleinen Paradiesen. Wer sich lieber am Swimmingpool erholt, auch das ist keine schlechte Wahl. Vielleicht davon abgesehen, dass kein deutscher Fernsehsender zu empfangen ist, bleiben im Hotel fast keine Wünsche offen. Der italienische Literaturnobelpreisträger Eugenio Montale hat seine Liebe zu Ponza einmal so beschrieben. Auf Ponza verliere ich mich in der Schönheit der Sonnenuntergänge und finde mein Paradies auf Erden. So mag auch mancher Urlauber seinen Aufenthalt hier empfunden haben. Weshalb der Abschied, versüßt durch ein piekfeines Menü, dann doch ziemlich schwer fällt. Gemeinsam mit einigen italienischen Wochenendurlaubern geht es die 22 Seemeilen Richtung Neapel. Noch einmal richtig Seeluft schnuppern, noch einmal den Wind in den Haaren spüren, bevor man Formia erreicht, von wo aus es wieder zurückgeht nach Neapel. In eine süditalienische Stadt, die viele Geschichten zu erzählen hat. Eine davon wollen wir uns noch anhören. 500 Pizzaöfen brennen in der Stadt fast rund um die Uhr. In der unauffälligen Antica Pizzeria aber soll es die beste Pizza Neapels geben. Das Rezept ist zumindest kein Geheimnis, denn das Motto heißt hier, weniger ist mehr. Auf den Teig aus Wasser, Olivenöl und Mehl kommt ein kräftiger Schlag Tomatensauce, ein bisschen Mozzarella und einige Blätter Basilikum. Fertig ist die Pizza Margherita.
Das ist nicht nur die einzige Sorte, die es hier gibt, sondern sie ist auch die einzig wahre. Darauf schwört man seit 1870. Damals eröffnete die Familie Condoro die erste Pizzeria Neapels. Heute wird sie in der 5. Generation geführt. Mit Erfolg. Nur eine Minute bleibt die Pizza im Ofen. Dann ist der Belag heiß und der Boden so knusprig, wie er sein soll. Auch wenn das Pizzabacken nach Fließbandarbeit aussieht, die Kellner versichern, dass sie nicht nur mit viel Liebe, sondern auch mit den besten Zutaten gemacht ist. Jeder, der in der ältesten Pizzeria Neapels schon mal eine Pizza gegessen hat, wird dies bestätigen. Die Geschichte der Pizza. Das Leben in Neapel kennt noch viele andere schöne Geschichten. Eine davon spielt vor den Toren der Stadt. Draußen im Tyrrhenischen Meer. Auf den Pontinischen Inseln. Nächsten Sonntag führt sie Fernweh in ein Südseeparadies. Auf Fidschi, mit seinen blauen Lagunen und puderzuckerweißen Stränden, haben sich die einstigen Kannibalen längst zu freundlichen Gastgebern gewandelt. Haben Sie Fragen zur Sendung? Dann schreiben Sie uns an den Bayerischen Rundfunk, Fernweh in 80300 München. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an fernweh@brnet.de. Oder Sie besuchen uns im Internet unter www.bronline.de/fernweh.